Jo, das passt. Dann kriegst du abfahren, fang mal am ersten an und sag mir Bescheid, wenn du da bist. So, jetzt brauchen wir Jan. Janni, Janni Baby. Dann soll er die Kartoffelkisten wieder abladen. Ich möchte es mir nicht antun, da reinzufahren und so und auszuprobieren und. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keinen Bock drauf. Guck mal, ich hab am Wochenende einen gesehen, der ist so gefahren. Das sah ziemlich cool aus. Aber wie gesagt, ich habe da keinen Bock drauf, da jetzt großartig rum zu experimentieren. Deswegen holen wir schnell den Frontlader, laden das Zeug ab und dann sind sie raus, die Kartoffeln. Hätten wir gar nicht machen müssen, weil, guckt euch mal den Kontostand an, die Silage hat das eh schon wieder alles rausgeholt. Hat das eh schon wieder alles rausgerissen, ne? Zack. Aber naja, so ist das halt manchmal. Mich würde mal interessieren, wie weit die Kartoffelleger sind, die beiden. Oh. Der Steyr Multi ist anscheinend auf dem Weg, sich wieder neue Dings zu holen. Neues Saatgut zu holen. Neue Kartoffeln, ja. Der Heiko ist leer. Leer aus der Heiko. Naja, okay. Dann holt er sich jetzt nochmal frisches Saatgut. Da müsste er aber auch soweit durch sein. Und dann kann eigentlich... Wir können ja eigentlich anfangen, das Stroh einzusammeln, ne? Das Stroh einsammeln. Zu zweit. Ja, das müsste gut funktionieren. Das kann ihr dann schön einstreuen bei den Kühen und ja. Das sollte schon gut werden. Da nochmal 7000. Dann würde ich nämlich Sepp auch, wenn der fertig ist, oder müssen wir gucken, dass wir fürs Feld 14 neue Strecke anlegen, dass man runterkommt zum Hof. Wobei, das brauchen wir auch nur ein einziges Mal, weil Feld 14 wird jetzt zur Wiese. Und, oh, Heiko, Stefan ist fertig. Sauber. Der kann Stefan gleich... Oh, ich fahr zu weit. Der kann Stefan gleich wieder zurück zum Hof. Pass mal auf, dann machen wir das erstmal. Den kannst du einmal entlassen. Dann kann ich ihn einmal entlassen. Dann schicke ich ihn zurück zum Hof. Und dann soll er drüben warten. Aber... Ja, alles klar. Nee, wir setzen ihn einfach hier auf den nächsten. Und ich sage, er soll warten. Soll er Bescheid sagen? Dann müsste er eigentlich... Müsste es eigentlich funktionieren. Hoffe ich. So, wo ist denn jetzt hier Jan? Da, alles klar. Da ist der Jan, wir wollen mal Kartoffeln abladen. Zack, das einmal weg bitte. Und ich werde mal gucken, dass ich gleich zwei Paletten auf einmal kriege. Zwei Paletten auf einmal. So, so. Willst du mich verarschen? Komm doch her. Wieso geht die nicht mit? Geht das... Was ist das denn jetzt? Ah, alles klar. Läuft. Läuft bei euch, Paletten. Wenigstens eine mitkriegen jetzt, ne? Ja, okay. Dann nehmen wir wenigstens eine mit. Oh, nicht so schnell umdrehen, ansonsten fliegt sie mir gleich um die Ohren. So, und hier soll der... Da ist der Trigger. Da ist der Trigger. Wir haben 6000 für eine Palette gekriegt. Pass mal auf, ich will doch mal versuchen, da reinzufahren. Wir haben 6000 gekriegt, ey, lol. Aber das lohnt sich ja richtig. 500 gibt es normalerweise für eine Tonne Kartoffeln. Das lohnt sich ja richtig gut. So, pass mal auf. Tempomat. Erstmal ein bisschen gucken, wie ich eigentlich rum muss. Ich mache das jetzt echt ganz gediegen. Mal gucken, ob wir da rumkommen. Mal gucken, ob das was wird. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit, ne?
Obwohl, das sieht gut aus, ne? Wenn ich ihn jetzt einigermaßen wieder gerade davor kriege. Noch den Trecker so ein bisschen davor kriege gerade. Dann könnte es tatsächlich was werden, ne? Also, man könnte mich dann auch noch Dollymeister nennen, wenn man möchte. Also nur, wenn man möchte. Man muss nicht. Aber eigentlich ist der Werner der Dollymeister. Also, dass der mit mir der Dolly anstellt, wenn er rückwärts fährt, das ist einfach. Das ist einfach ein Dream come true, wenn ich ihn da sehe. Wahnsinn. Grüße gehen raus. Das ist echt krass. So, das war jetzt nämlich doch ein bisschen übersteuert, aber es macht nichts. Wir werden jetzt ein kleines Stück nach vorne setzen. So. Und jetzt machen wir den Rest nämlich noch einmal kurz gerade drehen, die Dolly. Und wenn jetzt alles über den Trigger weggeht, ne, dann fresse ich einen Besen, ey. Boah, geht echt gut. Ja, geht nice. Ja, alles klar. Lief. Wunderbar. So soll es doch sein. So soll es doch sein. Das ist doch schön gewesen. Das hat sich doch jetzt mal gelohnt. 6.000 pro Kiste, das waren 7 Kisten. Richtig, richtig nice. Was waren das denn? 30? 42.000, ne? Grob über den Daumen? Ja, ne? Coole Sache. Oh, abgewürgt. Oder? Habe ich die vierte Rechte? Nee, ne? 7x6. 42.000, ja. Ja, cool. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt nutzen wir mal den Deep Loader dafür, wofür er eigentlich gemacht worden ist. Nämlich eigentlich, um schweres Gerät zu transportieren und nicht einfach nur ein paar Kartoffelkisten. Wobei diese Kartoffelkisten ja eigentlich auch schwer waren. Das waren ja 5 pro. Das heißt, das waren 35 Tonnen, die ich da transportiert habe. So, bitte nicht da durchgehen. Bitte nicht über die Deichsel. Immer das Gleiche mit diesen Einwohnern. Und nicht schon wieder über die Deichsel, bitte. So. Immer diese Einwohner. Schlimm. So, dann wollen wir mal einmal kurz den Kollegen wieder zurückbringen. Aber wir werden hier ein Stück gut Anhänger fertig machen. Dass ich hier so einen ständigen Fahrer habe, der ständig zwischen den beiden Sachen hin und her fährt. Sobald er eine Kiste drauf hat, geht's los. Geht er ab. Ja, das Ding fliegt jetzt ja hinten nicht runter, ne? Also, ich glaube nicht, dass Jan seinen Trecker sich in irgendeiner Art und Weise darauf bewegt. Also, das wird schon funktionieren, glaube ich. Da sollte nichts passieren. Auch wenn wir jetzt hier ein bisschen schneller durchfahren oder so. Das sollte er alles überleben. Ja, dann haben wir einen Deeploader. Ziemlich viel Geld auf der Seite. Und mal die Kartoffeln verkauft. Das ist auch schön. Das erste Mal was rausgekriegt aus der Kartoffelwaschanlage. Das freut mich auch sehr. Das ist sehr, sehr nice. So. Hier sieht das auch alles gut aus. Bist du noch drauf, Jan? Jo. Ist noch drauf. Oh, der Höhlimann historisch hat den Trigger erreicht. Jetzt warte ich eigentlich noch auf den Deutz Agro, sprich auf Stefan, dass der auch bald da ist. Und dann können wir die beiden nämlich losschicken zum Schwarm. Die Strecke beginnt nämlich da oben auch. Oder die beginnt auch da oben. Die Kartoffelleger. Den packen wir. Den Kartoffelleger. Würde ich sagen, lassen wir auch am Hof. Das ist gut platziert. Ja, ich denke ja. Oha. Hier tut er sich immer. Dieser Berg ist immer des Todes, ne? Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Der ist tatsächlich des Todes. So. Zack. Was ist denn hier für ein Traffic schon wieder? Was ist hier für ein Verkehr? Hallo?
Wollt ihr mich verarschen oder was? Ich fahre jetzt gleich. Ist mir egal. No! Einfach mal losgefahren, scheißegal. So, den Anhänger möchte ich nämlich gerade, den Deeploader möchte ich gerade da hinten reinstellen. So, einmal die Klappe runterlassen. Oh, tanken können wir, ne? Wenn wir gerade schon mal hier stehen, dann können wir mal ein paar Liter tanken. Wir sollen nämlich da vorne hin, der Anhänger. So. Auf geht's. Einmal Jan runter. Ja, wir brauchen nämlich irgendwann auch nochmal eine Strecke, mit der wir Kartoffeln automatisch in die Maschine reinspeisen, ne? Aber so weit bin ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Uns fehlt es eh noch an allen möglichen Ecken. Aber das Doppelte für die Kartoffeln, sogar mehr als das Doppelte, ne? 2.500 hatte ich ja ausgerechnet. Bei, ja, das war doch der Preis, ne? Eine Tonne Kartoffeln, ja, 520 ungefähr. Und einen besseren Preis hat man, glaube ich, nicht gekriegt. Das gab, glaube ich, nur das Gasthaus, der die Kartoffeln annimmt. Genau. Und, na, jetzt gab es halt nochmal einen kräftigen Schnaps mehr, dadurch, dass sie gewaschen sind. Kann man sich nicht beschweren. Ne? Für alle, die es noch nicht wussten, wie viel Geld man für gewaschene Kartoffeln kriegt. Jetzt wisst ihr es. Es ist eine ganze Stange. So. In der Hoffnung, dass ich das jetzt hier hinkriege, werde ich den mal ein bisschen zurücksetzen. In der Hoffnung, dass ich ihn da sauber eingezirkelt kriege. Also gerade zurückgesetzt. Das wäre nämlich, das wäre ein Träumchen. Jetzt noch nicht mal unbedingt an irgendeiner Kante dran. Noch nicht mal an irgendeiner Kante unbedingt dran, sondern einfach nur gerade zurück. Das wäre schön. So, wie ist das jetzt hier so? Die dreht sich schon wieder nach da, die Dolly. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir unterbinden. Das sieht gut aus. So, was haben wir da jetzt? Wir gehen jetzt in die Richtung langsam. Auch nochmal kurz in die andere Richtung schwenken. Wieder gerade. Okay. Läuft. Und weiter geht's. Ist immer interessant, ne? Wo auf einmal diese... Das sind immer so minimale Geschichten nur und dann dreht sich die Dolly halt in irgendeine Richtung und macht irgendwas. Also, bewegt sich halt, ne? Aber mittlerweile muss ich echt sagen, ja, habe ich das auch schon so ein bisschen drauf. So, noch ein kleines Stück. Genau, nicht zu weit. So, das passt. Dann können wir den mal abkuppeln. Den Deeploader. Und das Gespann kann erstmal hier stehen bleiben. So, du hast das Ende erreicht. Sehr schön. Dann können wir dich mal entlassen. Während dich einmal umsatteln, dass du einen Ladewagen dran kriegst, müssen wir den Kollegen hier reinigen. Ja, ne? Ja, ich glaube ja. Mal ganz kurz auf jeden Fall mit dem Hautdruckreiniger rübergehen. Und dann kriegst du einen Ladewagen. Obwohl, nee, wir lassen es. Wir machen gleich den Ladewagen ran. Und dann müssen wir die Strecke zusammen patchen. So, zack. Das stellen wir erstmal ab. Das brauchen wir eh gleich wieder. Also, das brauchen wir spätestens nachher zum Gras zusammensparen. So. Ein von den kleinen Ladewagen, bitte. Der Steyr Multi hat auch seine Aufgabe erledigt. Sehr schön. Dann können wir nämlich den Steyr Multi gleich verwenden, um die Dings einzusammeln. Nicht einzusammeln, sondern zu schwaden. Das, was Igor halt gemäht hat, dass er das einfach schwadet. So, und zwar haben wir jetzt Feld 3 Schwaden. Das ist die Strecke. Dann brauchen wir wieder... Oh, welchen Kurs nehmen wir denn da? Ist eigentlich egal, ne? Aber wir brauchen nochmal 3. Und zwar nehmen wir denn... Dann nehmen wir ÖW Anfang. Genau.
Dann fahren die darum. Dann müssen wir einmal die Strecke mit 4 haben, weil 1 bis 4 zum Hof. Dann muss ich zum Kuhstall. Hof zum Kuhstall. Hof zum Kuhstall. Dann müssen wir Kuhstall, müssen wir Hof Kuhstall einstreuen. Und dann müssen wir wieder Hof vom Kuhstall. Dann brauchen wir wieder das, die Strecke mit 4. Feld 1 bis 4 vom Hof. Und dann brauchen wir das mit 3 wieder, und zwar ÜLW Ende. So, Feld 3, Feld 3 ÜLW Ende, genau. Das ist der komplette Kurs. Das ist eine Feldarbeit und du beginnst gleich beim nächsten, der hier vorne irgendwo sein wird. Aber den werde ich jetzt noch nicht losschicken, weil wir warten noch darauf. Alter, der Misthaufen ist schon wieder voll. Wir warten jetzt darauf, dass wir den anderen Deutz Akro noch schnell hochholen, sprich den Stefan. Und dann will ich die beide gleichzeitig losjagen. Oh no! Der ist wieder hier. Das ist ja witzig. Nicht. Ja, fahr nochmal ab, die Strecke. Sag mir Bescheid, wenn du da bist am liebsten, aber das machst du eh nicht. Hier haben die ganz schöne Landstriche ausgelassen, ne? Naja, egal. Das ist leider bei den Feldern so. Weil die halt hier, ne, solche komischen Knicke machen und so. Das ist leider so. So, den schicken wir auch rüber. Zurück. Und... ne, nicht aktuellen, sondern nächsten. Und den Kollegen Igor nehmen wir hier auch raus. Den werden wir nämlich jetzt hier in den Weg stellen, damit die beiden nicht auf die Idee kommen, wieder zurück zum Feld zu fahren. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinem Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map Two Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast, und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.